Atemschutzmasken, ein sehr aktuelles Thema. Daher dachten wir, wir zeigen euch einige Atemschutzmasken aus unserem Archiv, umgangssprachlich Gasmasken, die ihr hier auf dem Tisch vor mir seht. Diese Modelle sind Spenden aus dem Stadtmuseum Kassel und von Privat und sie stammen aus Haushaltsauflösungen und sind unter anderem Dachbodenfunde. Zum Glück müssen wir in der heutigen Zeit nicht diese Modelle tragen. Ja, diese Gasmasken, die ihr seht, stammen von der Firma Träger und von der Firma Auer. Die Auer Gesellschaft wurde 1892 in Berlin gegründet als Deutsche Gasglühlichtanstalt und dann später umbenannt. Und ja, die Firma Auer hat ab den 1920er Jahren unter anderem Pressluft-Atemschutzgeräte hergestellt. Heute gehört die Firma Auer zu einem amerikanischen Konzern, der aber auch in Deutschland noch Schutz- und Sicherheitsprodukte fertigt. Die andere Firma ist die Firma Träger und die hat die sogenannte Volksgasmaske hergestellt. Und diese Volksgasmaske wurde ab 1937 an die Bevölkerung ausgegeben zum Schutz vor chemischen Waffen. Bis 1945 wurden ca. 45 Millionen Exemplare der Volksgasmaske produziert und nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, wo massiv Giftgas eingesetzt wurde, rechnete man einfach damit, dass auch Giftgas in diesem Krieg gegen die deutsche Bevölkerung eingesetzt würde. Die VM37 ist das erste Modell der Volksgasmaske. Wir haben hier das Nachfolgemodell VM40. Und die Jahreszahl steht jeweils für das Markteintrittsdatum, für die Jahreszahl. Diese Volksgasmaske wurde transportiert in sogenannten Boxen, war dadurch leicht zu handhaben und konnte man überall mit hinnehmen. Die richtige Handhabung wurde regelmäßig geschult und trainiert in Betrieben und in Schulen. Und das veranschaulicht ein Zeitdokument. Ja, der freche Wolfgang hat ja schon eine auf. Wie siehst du denn eigentlich aus? Wie sieht dann aus, Heinz? Ach, wie so ein Affe. Nur er fällt ja weiter nicht auf gegen sonst. Kannst du denn noch was sehen? Ja, man sieht genauso gut wie durch eine Fensterscheibe. Und kannst du atmen? Ja, atmen auch, aber nicht so gut wie sonst. Ich zeige euch jetzt die Handhabung einer Gasmaske anhand eines Modells der Firma Auer. Das ist hier. Die Gasmaske besteht aus zwei Teilen. Wir haben einmal den sogenannten Körper der Maske und darauf muss dann noch der Filter geschraubt werden. Ist nicht so einfach, ist ja schon ein älteres Modell. So, jetzt. Das Ganze sieht dann so aus. Ich lese kurz vor, was auf dem Filter steht. Hochleistungsfilter Nummer 89V schützt gegen Gase und Dämpfe außer Kohlenoxid und gegen Schwebstoffe, Rauche, Nebel. Schon im Ersten Weltkrieg wurden übrigens Gasmasken sogar für Tiere gefertigt, Hunde oder auch Pferde, die dann auf dem Schlachtfeld eingesetzt wurden. Und ab 1942 hat sogar die US-amerikanische Firma Disney Gasmasken entworfen, und zwar in Form einer Mickey Maus. Die Trägerwerke, die die Volksgasmaske hergestellt haben, haben neben Gasmasken auch Druckklappen und Überdruckventile produziert und diese finden wir heute noch im Viktoria-Bunker oder im Reichsbahn-Bunker. Die Firma Träger existiert heute noch und produziert Medizin- und Sicherheitstechnik. Im Zuge der Corona-Krise ist die Nachfrage nach ihren Produkten stark angestiegen, zum Beispiel nach Beatmungsgeräten. Ja, das war's für heute zum Thema Gasmasken. Andere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg präsentieren wir euch in weiteren Folgen unserer Reihe Geschichten der Dinge.